Zwischen ist immer Ebbe. Die heutige Prüfungsaufgabe stammt von der Telekolleg-Abschlussprüfung des Südwestfunks aus dem Jahre 1986. Ein Körper mit der Masse m gleich 200 Gramm wird an einer 1,2 Meter langen Schnur in einer vertikalen Kreisbahn mit konstanter Drehzahl herumgeschleudert. Der Mittelpunkt der Kreisbahn liegt 2 Meter über dem Boden. Frage A. Um welchen Betrag unterscheiden sich die Zugkräfte an der Schnur im höchsten und im tiefsten Punkt der Kreisbahn? Es geht also um diese Bewegung, aber wie man das so oft bei Aufgaben findet, mit idealisierenden Annahmen. So wird angenommen, dass die Hand in Ruhe bleibt, das heißt, dass wirklich eine Kreisbahn vorliegt. Und dann wird angenommen, dass die Differenzen der kinetischen und potenziellen Energie zwischen oben und unten keine Rolle spielt. Das heißt, dass die Umlaufgeschwindigkeit konstant ist. Ich habe die Situation am Schreibplatz skizziert. Ein Körper umkreist mit konstanter Geschwindigkeit diesen Mittelpunkt. Er vollführt trotzdem eine beschleunigte Bewegung, denn seine Richtung wird laufend geändert. Dafür braucht man eine Zentripetalkraft, die an allen Stellen nach innen gerichtet ist. Bei dieser Aufgabe kommt jetzt noch eine zweite Kraft hinzu, und zwar die Gewichtskraft der Kugel. Diese ist an jeder Stelle nach unten gerichtet. Hier und hier. Wir sollen die Zugkräfte am oberen und am unteren Punkt berechnen. Aber jetzt vorsichtig. Sie dürfen nicht davon ausgehen, dass die Richtungen der Kräfte schon passen und Sie nur noch zusammenzählen müssen. Betrachten wir die Situation am unteren Punkt. Die Zugkraft im Seil muss mindestens so groß sein wie die Zentripetalkraft. Jetzt kommt noch das Gewicht der Kugel hinzu. Wird die Kraft größer oder kleiner? Natürlich größer. Also, wir müssen addieren. Fu ist gleich F Zentripetal plus Gewicht. Analog müssen wir oben subtrahieren. F oben gleich FZ minus G. Damit ist die Aufgabe schon so gut wie gelöst. Wir müssen nur noch die größere minus der kleineren rechnen. Also FU minus FO gleich FZ plus G minus FZ minus G. FZ minus FZ hebt sich. Plus G minus minus G gibt plus G, gibt 2G. Gibt 2 mal Masse mal Erdbeschleunigung. Ist gleich 2 mal, die Masse war 0,2 Kilogramm, mal Erdbeschleunigung, das Endergebnis ist 4 Newton. Nachdem für die Erdbeschleunigung keine Angabe gemacht wurde, habe ich den genäherten Wert 10 Meter pro Sekunde im Quadrat verwendet. Nun zur Frage B. Wie groß muss die Winkelgeschwindigkeit mindestens sein, damit die Schnur immer straff bleibt? Welche Drehzahl ergibt sich daraus pro Minute? Wenn ich die Frequenz immer kleiner werden lasse und dabei die Bewegung der Kugel beobachte, so sehen Sie, dass das Seil zuerst oben nicht mehr straff ist. Das heißt, oben ist der kritische Punkt und das war uns ja auch klar, denn die obere Zugkraft war ja kleiner wie die untere. Unsere Bedingung ist also
FO größer 0. Und das ist gleichbedeutend FZ größer G. Für die Rechnung setzen wir jetzt beide gleich, also M mal Omega Quadrat mal R gleich M mal G. Jetzt können wir M herauskürzen, es kommt auf beiden Seiten vor. Und wir müssen diese Gleichung nach Omega auflösen. Omega gleich Wurzel aus. G bleibt im Zähler, R kommt in den Nenner. Setzen wir hier Werte ein. 10 Meter pro Sekunde im Quadrat, dividiert durch 1,2 Meter. Und die Wurzel draus. Mit dem Taschenrechner. 10 dividiert durch 1,2 ist gleich. Und die Wurzel draus. Ich erhalte 2,9. Die Einheit. Meter gegen Meter geht weg. 1 durch Sekunde im Quadrat. Die Wurzel draus. Es bleibt 1 durch Sekunde. Das ist also die Winkelgeschwindigkeit. Und jetzt ist noch nach der Drehzahl gefragt. Die Drehzahl können wir berechnen aus der Formel Omega gleich 2πf. F ist zwar zunächst mal nach Definition eine Umdrehungszahl pro Sekunde, aber wenn wir das dann umrechnen in Umdrehungszahl pro Minute, haben wir die Drehzahl pro Minute, die wir uns wünschen. Formen wir das um. F ist gleich Omega durch 2pi. Machen wir das gleich mit dem Taschenrechner. 2,9 dividiert durch 2 dividiert durch pi gibt 0,461 pro Sekunde. Umrechnen in Minuten. Was müssen wir tun? Das sind die Umdrehungen pro Sekunde, also müssen wir es mal 60 nehmen. Mal 60 gibt 27,71 durch Minuten. Damit ist auch die Frage B gelöst. In der nächsten Teilaufgabe tritt nun die Situation ein, dass die Schnur reißt. Gefragt ist danach, an welchem Punkt befindet sich die Kugel, wenn die Schnur reißt und mit welcher Geschwindigkeit fliegt sie weg. Die Schnur reißt natürlich genau dann, wenn die Kugel am unteren Umkehrpunkt ist. Und die Geschwindigkeit ist gleich der Umlaufgeschwindigkeit. Weiter wird gefragt, mit welcher Geschwindigkeit die Kugel dann am Boden aufschlägt. Aber dieses ist uns gut bekannt. Es handelt sich um den waagrechten Wurf. Ja, ich bin überzeugt, dass Sie die gesuchten Werte berechnen können. Ich möchte Ihnen jetzt noch zeigen, dass die Kugel tatsächlich waagrecht wegfliegt. Dazu lasse ich die Schnur los, sobald sich die Kugel am unteren Punkt befindet. Nach dieser langen Prüfungsaufgabe noch ein Experiment. Es geht um die Honigschleuder. Wenn ich an dieser Kurbel drehe, setzt sich eine Trommel hier im Inneren in Bewegung. Und der Honig wird nach außen geschleudert und wird dann nach unten fliegen. Sie sehen hier die Honigwaben, aus denen der Honig herausgeschleudert wird. Und hier den Mechanismus, damit die Trommel zum Drehen kommt. Was uns interessiert, ist, mit welcher Beschleunigung wird der Honig nach außen beschleunigt. Deshalb messen wir die Umdrehungsdauer für einen Umlauf, also die Periode, und zwar dieser Winkel unterbricht diese Lichtschranke und das Signal der Lichtschranke wird hier als Zeit zwischen zwei Unterbrechungen angezeigt. Daraus können wir dann zusammen mit dem Radius der Trommel die Beschleunigung berechnen. Ich setze die Trommel in Bewegung und wir
warten, bis der Honig hier am unteren Ausgang fließen wird. Jetzt fließt der Honig und ich messe die Umlaufperiode und bekomme ein Ergebnis von 0,403 Sekunden. Ich habe hier die Situation skizziert. Wir schauen von oben auf die Trommel. Hier sind die Waben in einem Abstand von 20 cm vom Mittelpunkt. Zur Berechnung der Frequenz benutzen wir den Wert für die Periode. Wir müssen den Kehrwert bilden. 1 dividiert durch 0,403 gibt 2,5 Hertz. Gut. Unter der Zentripetalkraft in diesem Beispiel stellen Sie sich jetzt die Klebekraft des Honigs innerhalb der Wabe vor. Solange der Honig noch nicht fließt, wird er durch diese Klebekraft auf eine Kreisbahn gezwungen. Diese Zentripetalkraft können wir berechnen. Fz gleich m mal Omega Quadrat mal r. Jetzt müssen wir noch Omega durch f ausdrücken. Omega gleich 2 Pi f. Wir setzen das in die obige Gleichung ein. Fz, Zentripetal, gleich Masse mal 4 Pi Quadrat f Quadrat r einfach. Wir haben jetzt eine Darstellung, Kraft gleich Masse mal. Ja, damit muss dieser ganze Ausdruck hier eine Beschleunigung sein. Die Zentripetalbeschleunigung. Diese wollen wir für unser Beispiel ausrechnen. Az gleich 4 Pi Quadrat mal 2,5 Quadrat 1 durch Sekunde im Quadrat mal 0,2 Meter. Also 4 mal Pi mal Pi mal 2,5 mal 2,5 mal 0,2 gibt 49,3 Meter pro Sekunde im Quadrat. Das entspricht etwa der fünffachen Erdbeschleunigung. Übrigens, dieser Wert ist ein Wert für die Zähigkeit des Honigs. Zum Abschluss der Sendung möchte ich den Zuschauern noch ein Geschicklichkeitsspiel zeigen. Sie wissen jetzt sofort, wie man das löst. Aber einige Ihrer Freunde werden das vielleicht nicht schaffen. Die Aufgabe ist, beide Kugeln gleichzeitig in die gegenüberliegenden Mulden zu bringen. Willst du es mal versuchen? Ja. Es ist natürlich kein Geschicklichkeitsspiel, sondern ich mache dieses, was wir heute den ganzen Tag gemacht haben. Ich drehe das gesamte System. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie sind nicht schwindlig geworden im heutigen Physikkarussell. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.